Ja, moin, hallo Leute. Hier ist wieder Thorsten aus Weiß nichts Welt und heute zu einer neuen Folge Neues aus Weiß nichts Welt, einem kleinen Update für den Kanal. Jetzt muss ich mal eben kurz einen Tontest. Ja, Ton ist gut. Bin jetzt heute hier wieder in meinem kleinen Büro, weil ich einfach mal jetzt hier auch drehen kann. Ich habe nämlich noch eine Spende erhalten über PayPal vom Thomas. Und danke, Thomas. Und so war jetzt mal genug Geld da, mir ein vernünftiges Ringlicht zu kaufen, sodass ich hier auch eine Beleuchtung habe, wenn es draußen schon dunkel ist. Ich habe das bisher immer so hier gedreht, dass ich nur gedreht habe, wenn ich hier genug Licht im Raum hatte. Gut, haben wir jetzt auch das Problem, ist dann jetzt auch weg. Und jetzt habe ich ein schönes neues Ringlicht. Das probiere ich heute dann auch gleich mal aus. Und ja, kann man schön dran rumspielen, das Licht heller, dunkler machen, bis auch richtig fiese. Von daher, ich denke mal, das geht. So, ja, was wollte ich euch heute noch so erzählen? Also, wie gesagt, Thomas, danke für deine Spende, habe ich gemacht. Wie geht's jetzt? Oder was läuft eigentlich so im Moment in meinem Leben, in meinem Kanal? Also, in meinem Leben beruflich, betrieblich. Ich hatte ja mal irgendwie Sand im Getriebe, war so der Tenor des letzten Updates. Und das ist halt immer noch so ein bisschen hakelig alles, aber das Schlimmste ist erledigt. Wir sind in der Frühjahrsware, also produzieren jetzt gerade die Blumen, die im Frühling verkauft werden. Dann müssen wir danach noch so ein paar Sachen produzieren, die dann erst für den Sommer sind und so weiter. Aber das ist alles nicht so dramatisch. Es wird jetzt langsam ruhiger im Betrieb. Weil es jetzt auch langsam ruhiger im Betrieb wird, kann ich mich dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr YouTube widmen. Ich habe da noch so eine Liste, ich weiß gar nicht, ja, die liegt hier irgendwo, von ganz vielen Videos, die ich noch drehen will, wo ich aber ein bisschen Nachforschung und sowas noch zu anstellen muss, also noch ein bisschen Arbeit reinstecken muss. Und naja, ich habe jetzt halt eher die Videos gemacht, die ich relativ schnell machen konnte, wie die Steuervideos und. Also ich hoffe, mich auch den Videos bald mal widmen zu können. Was ich mich auch widmen muss oder welchem Thema ist halt das Thema Heizen meines Hauses. Und zwar, seit ich von der Wärmepumpenidee losgeredet habe und mein Ich stehe auf WP angestoßen habe, habe ich ja die Idee, dass ich hier vielleicht im Winter mit einer Splitklimaanlage heizen kann. Die Idee kam so ein bisschen, ich hatte mit Andreas Fendt mal irgendwo so ein bisschen geredet und zwar so ein bisschen ge-E-Mailt und er hatte mir auch ein paar Kommentare gelassen. Und dann habe ich diese Serie gemacht, habe mich informiert und bin dann irgendwann drauf gekommen, dass meine ausgerechnete Leistung ja kleiner ist als das, was eine Splitklimaanlage als Heizleistung hat. Jetzt ist die Frage, ob das wirklich funktioniert, aber probieren würde ich es halt gerne. Und nun hab ich ja, weil ich eben mich immer die ganze Zeit damit beschäftige, irgendwie auch gar nicht so richtig Lust gehabt, Öl zu bestellen, weil mein Haus wird ja mit Öl geheizt. Ich weiß nicht, wie viel in dem Tank überhaupt noch drin ist. Ich habe da lange nicht mehr reingeguckt. Und habe mir jetzt überlegt, dass ich vielleicht nicht nur eine, sondern sogar zwei Splitklimaanlagen kaufen werde, um dann gleich hier diesen und damit das Haus im Prinzip von zwei Ecken beheizt werden kann. Mal sehen. Auch mal die Frage, habt ihr Bock darauf, dass ich dann da so ein, wie heißt das immer so schön, ein Unboxing-Video mache und vielleicht ein Montage-Video. Und dann ist noch die Frage, Split-Klimaanlagen oder Klimaanlagen, Wärmepumpen müssen evakuiert werden, nachdem sie aufgebaut sind. Das muss eigentlich ein Klimatechniker machen. Ich kann das aber auch. Ob ihr Interesse an sowas habt, wie sowas dann gemacht wird oder so, ob ich das alles aufnehmen soll. Ich würde eigentlich dazu tendieren, da Videos zu machen, aber ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr da Bock drauf, ob euch das interessiert und schreibt es mal unten in die Kommentare. Würde mich ja, na, wie gesagt, sowieso, wenn ihr Themen habt, immer in die Kommentare schreiben. Ich habe demnächst auch noch ein Thema, das mir auch ein Zuschauer geschickt hat und das geht da um multivalente Heizsysteme. Auch das muss ich demnächst mal angehen, aber auch das steht auf meinem Zettel der Dinge, die ein bisschen mehr Zeit brauchen. Gut. Also wie gesagt, die Reihe Ich stehe auf WP geht dann demnächst auch mal irgendwann weiter.
Was wird es noch geben? Genau, und zwar gibt es diesen Freitag schon eine Neuerung. Und zwar, ich habe ja mal einmal die berühmten Dia-Abend, der ja fürchterlich schief gegangen ist, weil Holger Laude leider gegen angestreamt hat, mal als Videopremiere gemacht. Und an diesem Freitag gibt es den zweiten Versuch einer Videopremiere. Und zwar geht es da um PV-Angebote. Also ich weiß noch nicht genau, wie es heißen wird. Zeig uns dein PV-Angebot oder zeig mir dein PV-Angebot, irgendwie sowas. Das ist so ein bisschen in diesem Tenor, zeig uns deine PV von Martin und von Anne und Martin von Gewaltig Nachhaltig. Und weil es in diesem Tenor ist, habe ich mir gedacht, mache ich es auch am gleichen Tag. Das heißt, ich mache es auch am Freitag und zwar nach Anne und Martin. Das heißt, Anne und Martin kommen ja um 19.30 Uhr mit ihrem zeig uns deine PV und ich mache dann um 20.15 Uhr. Die beiden werden kurz nach 8 fertig sein. Dann mache ich um 20.15 Uhr zeig uns dein PV-Angebot oder zeig mir dein PV-Angebot. Ich muss mal überlegen, wie es nennt. Das stelle ich jetzt auch die Tage schon irgendwann rein, dass da die Leute das auch rechtzeitig sehen, dass sie das, dass es nicht, dass es auch ein bisschen besser besucht wird. Wie gesagt, das ist mal nochmal ein Versuch und ich wollte auch irgendwann mal vielleicht richtig live gehen, also einen Livestream machen. Aber auch das lebt ja alles ein bisschen vom Mitmachen und da muss ich mal sehen, wie viele Leute überhaupt Interesse an sowas haben. Könnt ihr auch hier drunter schreiben, ob ihr Interesse habt, dass ich meinen Livestream mache, so einfach nur labern, Fragen beantworten oder keine Ahnung, was ich da, vielleicht auch ein Thema bearbeiten, mal sehen. Ja, das sind so die Sachen, die ich so in nächster Zeit eigentlich mal anstoßen will. Wie gesagt, Freitag kommt auf jeden Fall um 20.15 Uhr ein Video von mir, also es geht darum, ein User hat mir sein Photovoltaik-Angebot geschickt, ein Zuschauer, ich meine, das machen ja viele oder mehrere, und das habe ich dann im Prinzip so aufgearbeitet, wie damals in meinem Vorab-Videos, meinen Vorab-Berechnungen, und habe das mal ganz auseinandergenommen, wie viel Ertrag oder wie viel Rendite er da über die 20 Jahre machen wird. Ich hoffe, das gefällt euch dann. Aber ihr könnt dann, wie gesagt, im Chat direkt, während das Video läuft, könnt ihr mir im Chat dann halt Fragen stellen, wie ich was meine oder so. Vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass wir da so mal ein bisschen miteinander reden können oder sonst was, keine Ahnung. Mir wird Spaß machen, wenn ihr da wärt. Und ja, gut. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Aber dann weiß ich schon, dass ich auch keinen Livestream machen muss. Also ist dann auch okay. Ich würde es halt gern mal machen. Ich würde halt gern auch mal so direkt mit euch im Chat mehr quatschen. Aber gut, das müsst ihr entscheiden. Ja, was gibt's noch so? Und zwar, ja, Neues von der N-Bank. Es gibt nichts Neues von der N-Bank eigentlich. Also ich wurde ja schon mehrfach gefragt, wie das denn jetzt mit meinem Zuschuss zu meiner Batterie ist. Jo, da ist gar nichts passiert. Ich habe inzwischen nochmal Kontakt zum Umweltministerium aufgenommen. Die haben mir nochmal wieder den Namen eines Mitarbeiters bei der N-Bank gegeben, der da angeblich für zuständig ist, also der über diesen, ja, ich sag's mal, ja, Abwehr-E-Mail-System ist. Also die haben so ein System jetzt inzwischen da kreiert, das heißt, man schreibt da eine E-Mail hin oder man ruft da an. Da sind dann Leute, die von nichts Ahnung haben, die einfach nur alles gut eben abwarten machen. Das heißt, man erfährt gar nicht, ob jetzt wirklich alles gut ist oder ob die das eben nur schreiben. Und nachdem ich da also mehrfach so fertig kopierte Antworten gekriegt habe, habe ich mich jetzt ans Umweltministerium, weil so kann es nicht weitergehen. Wir sind ja inzwischen bei 6,5 Monaten, die das schon läuft. Und andere haben auch Geld gekriegt. Haben einige Leute Geld gekriegt. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Und sollte jemand von der N-Bank das hier sehen, also wenn bei euch mal jemand eine Handgranate in den Flur schmeißt, ich verstehe es. Also ganz ehrlich, der Laden, der taucht einfach nichts. Tut mir leid, das muss ich einfach so sagen. Also die haben wahrscheinlich im Sommer auch alle ihren Urlaub gemacht und so. Da wird keiner sich irgendwie anstrengen, dass er diese Anträge fertig bearbeitet oder so. Das Verfahren ist auch viel zu kompliziert. Und ganz ehrlich, ich habe da auch so eine Krawatte. Ja gut, aber naja, man weiß ja irgendwie, es funktioniert ja nichts. Es funktioniert in diesem Land ja einfach nichts mehr. Und sowas Einfaches wie so eine Förderung eben durchzuschaukeln, ganz ehrlich, was ist daran kompliziert? Ich verstehe es nicht. Ich habe genau die Rechnung eingereicht, die ich auch beantragt habe. Das muss doch nur einer mal gucken. Ah ja, stimmt, Haken dran, Geld raus. Ich verstehe es nicht. Ich werde es auch nie verstehen. Warum muss das alles so kompliziert sein?
Naja, okay, ich reg mich schon wieder auf und ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich meine, manchmal ist Meckern und so ja auch gut, dann wird das innerlich so ein bisschen, heißt das so, die Seele wird gereinigt oder irgend sowas. Ja gut, was gibt's denn noch zu erzählen? Das muss ich mal überlegen. Ich habe mal erzählt mit den. Ach ja, wenn ich jetzt demnächst Zeit habe, kommt wahrscheinlich auch mein Installateur wieder. Und zwar soll der dann mal hier das Haus da nochmal angucken und soll mir da schon mal irgendwann ein Angebot zu schreiben, damit ich mal weiß, um wie viel Geld es da überhaupt geht. Und ja, vielleicht sitzt es ja doch irgendwie drin. Ach ja, so Thema Geld. Ach ja, und dann war da noch einer, der hat gefragt, was verdienst du denn jetzt auf YouTube? Ich bin ja jetzt monetarisiert und das ist ab und zu ein bisschen Werbung zu sehen. Ja, Leute, das ist leider nicht so viel, wie ich erhofft hätte. Also zur Ruhe setzen geht mit dieser Nummer noch nicht. Ich meine, gut, es liegt natürlich auch daran, dass noch nicht so viele Leute meine Videos gucken, aber und eigentlich ganz ehrlich, ich habe noch gar nichts gekriegt. Das ist das andere. Ich habe ja mal. Ich glaube, es war auch in dem anderen Video mit Sand im Getriebe erzählt, was man alles machen muss, bevor man dann überhaupt jemals in der Lage ist, Geld von YouTube zu bekommen. Das habe ich auch alles gemacht und auch diese PIN aus Irland ist irgendwann da. Die kamen auch nicht aus Irland, sondern aus Frankreich. Gut, ist mir auch egal, wo die her schicken. Aber ja, Geld habe ich halt immer noch nicht. Es ist in meinem YouTube-Konto wird immer angezeigt, so und so eine Summe, die dann irgendwie. Die ich dann angeblich vielleicht verdient haben könnten, sollen könnte. Und das müssen also dann irgendwie mindestens 70 Euro sein auf Google AdSense, bevor ich es mir überhaupt auszahlen lassen kann oder bevor es mir ausgezahlt wird. Aber es kommt auch gar nicht rüber. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, dass das rüberkommt. Angeblich soll es automatisch gehen. Keine Ahnung, es ist jetzt irgendwie der neue Monat auch schon wieder 5, 6 Tage alt, passiert ist da noch nichts. Ich habe auch keine Lust, da hinterher zu rennen. Ganz ehrlich gesagt, ist mir das im Moment auch ein bisschen egal. Und wenn das dann gar nicht läuft, dann wird die Monetarisierung irgendwann abgestellt. Also dann ist das auch so, dann können sie halt keine Werbung mehr schalten. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht davon abhängig, von Google, von YouTube noch unbedingt Geld zu kriegen. Es wäre schön, dann könnte ich sowas wie dieses Ringlicht auch mal eben so kaufen. Und wie gesagt, ich bräuchte noch mal wieder eine neue Kamera und. Die alte Kamera bräuchte neue Akkus und ich möchte im Moment auch nicht zu viel reinbuttern, weil ich habe genug andere Projekte, die mich Geld kosten werden, noch dieses Jahr. Und da das Jahr für uns in meinem Beruf als Gärtner doch ein bisschen schlechter war als die anderen Jahre. Naja, gut, okay. Ist auch Jammern auf hohem Niveau. Ich kann essen, trinken, es ist alles okay. Na, und ich werde auch nicht im Winter frieren. Ob mit oder ohne Split-Klimaanlagen. Also, das wird wohl alles laufen. Na, notfalls habe ich eine PV auf dem Dach, kann ich einen Heizlüfter ins Haus stellen. Ne? Aber gut, das wollen wir mal lieber lassen. Jo, gut. Also, an Videos sonst, wie gesagt, ich habe jetzt mein Steuervideo, das Umsatzsteuervideo ja auch endlich gemacht, was ich versprochen hatte. Hoffe, dass das einigen Leuten hilft. Also bei Finanzamtsvideos, glaube ich, ist auch nicht so der große Erfolg auf YouTube. Also meine beiden Finanzamtsvideos laufen nicht so dolle. Aber gut, egal. Sie sind gedreht, sie sind da. Können Leuten helfen. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir mal, ob ihr Freitag dann im Chat seid. Das würde mich total freuen. Wie gesagt, Freitag um 20:15 Uhr wird es sein. Zeig uns dein PV-Angebot oder zeig mir dein PV-Angebot. Das überlege ich mir noch, wie ich es nenne. Und. Ja, wie gesagt, gedreht ist das schon. Also, das muss nur noch, es ist sogar schon hochgeladen, es muss nur noch die Veröffentlichung eingestellt werden. Wollte ich auch nicht so früh machen, weil letztens hat bei Martin einer gemeckert, das wäre, wenn das so 5 Tage vorher wäre das, oder 3 Tage, das wäre ja zu früh. Und also die Leute sind ja, es haben ja immer welche irgendwas zu meckern. Also man darf ja keinen Fehler machen auf YouTube. Hat man das zu früh reingestellt, ist es falsch. Hat man es zu spät reingestellt, ist es auch falsch, weil Leute es dann wieder verpasst haben. Manchmal weiß man auch nicht, was die Menschen so wollen. Aber gut, ihr könnt mir immer sagen, was ihr wollt. Dafür haben wir die Kommentare. Und ja, wenn ihr so ja, insgesamt mit mir zufrieden seid, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben, sonst einen Daumen runter geben. Wer die anderen Videos von mir und so weiter nicht verpassen will, kann den Kanal noch abonnieren. Und was wisst ihr ja, Abos freue ich mich wie Bolle drüber. Und ansonsten. Bis Freitag hoffentlich, ne? Und dann geht es nächste Woche wieder weiter mit ein paar anderen Videos. Ciao, ciao!